Zweiter Tag des GMK-Forums 2014. Auch jetzt haben wir wieder einige interessante Gäste auf unserer roten Couch, die heute ja in Form von schwarzen Sesseln an einem roten Tisch stattfindet. Ich begrüße als erstes bei mir Paul Bartsch vom Landesinstitut für Lehrerfortbildung in Sachsen-Anhalt. Herr Bartsch, herzlich willkommen. Vielen Dank. Kann man sagen, Sie sind der Ausbilder sozusagen? Jein, also die Auszubildenden kommen ja schon ausgebildet von der Universität bzw. aus dem Referendariat. Wir sind dann also die Fortbildner, diejenigen, die dafür sorgen, dass sie während ihrer langen beruflichen Tätigkeit dann auf der Höhe der Zeit bleiben, was schwer genug ist, selbst für uns natürlich. Okay. Das Panel, in dem Sie heute auftreten, trägt den Titel Medienbildungskompetenz ist mehr als nur Excel, PowerPoint und Facebook. Würden Sie diese Aussage auch so treffen? Ja, auf jeden Fall. Also diese Reihung suggeriert ja eher das Lernen mit Medien, also den Medieneinsatz zum Erreichen fachlicher Ziele. Und Medienbildung in ihrer Breite beinhaltet auf jeden Fall das Lernen über Medien, also das Verständnis für diese Mediengesellschaft. Und das stellt sich nicht unbedingt her, indem ich Medien nur instrumentell nutze. Spielt die digitale Gesellschaft, die neuen Medien, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, heutzutage in Deutschland eine große Rolle in der Lehrkräfteaus- und Weiterbildung? Das ist schwer zu pauschalisieren. Meine Auffassung ist oder meine Erkenntnis, dass es in der Mehrheit zu wenig passiert. Es gibt natürlich Leuchttürme, auch an den Universitäten, die Lehrer ausbilden oder an den pädagogischen Hochschulen. Man denke an Horst Nisito mit seiner Initiative Keine Bildung ohne Medien, die ja von einer pädagogischen Hochschule ihren Ursprung hatte. Dort passiert natürlich was, aber in der Fläche gesehen ist es eindeutig zu wenig. Das zeigen ja auch die neuesten Studien bzw. Untersuchungen etwa zur digitalen Kompetenz von Schülerinnen und Schülern. Vor zwei Tagen ist eine internationale Leistungsstudie veröffentlicht worden, in denen deutsche Schüler wiederum nur bestenfalls Mittelmaß sind. Ja, da wurden wir, glaube ich, sogar als Schlusslicht tituliert in Deutschland. Was ging Ihnen da durch den Kopf, als Sie das gehört haben? Naja, ich war nicht besonders überrascht, muss ich sagen, weil ich die Situation vor Ort ja kenne. Okay. Wie ist das bei Ihnen konkret? Was machen Sie da in Ihrer Anstalt? Ja, also das ist eine dem Kultusministerium nachgeordnete Einrichtung. Was heißt, wir arbeiten im Auftrag des Kultusministeriums, müssen uns aber teilweise gerade in diesen Inhalten unsere Aufträge auch selbst formulieren, weil aus dem Ministerium mitunter zu spät bestimmte Impulse kommen, was sicherlich in solchen Strukturen nicht ungewöhnlich ist. Wir bieten Lehrerinnen und Lehrern Beratung an, insbesondere Schulen, die sich auf den Weg machen, sich ein Medienbildungskonzept zu geben, ein eigenes Schulcurriculum für Medienbildung. Dazu gibt es also Unterstützung durch medienpädagogische Berater, die wir wiederum fortbilden bei unserem Institut. Wir bieten aber auch freie Kurse für Lehrkräfte an und die beinhalten natürlich auch mediendidaktische Aspekte, also den Einsatz von Medien im Unterricht, aber eben auch ein Verständnis für die Medienbildung, um die Welt, in der heutige Kinder und Jugendliche aufwachsen, besser zu verstehen. Ich glaube, das ist auch so ein entscheidendes Kriterium für gute Pädagogik, dass die Pädagogen wissen, in welcher Welt leben ihre Schülerinnen und Schüler. Daneben bin ich aber mit einer halben Stelle an der Hochschule in Merseburg. Dort bilden wir Kultur- und Medienpädagogen aus. Okay. Und das ist ja auch eine sehr interessante Klientel, die zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer sehr viel leisten könnten. Im Moment haben sie aber im Regelfall nicht die Möglichkeit, an Schulen angestellt zu werden, was sehr bedauerlich ist. Und ich hoffe, dass sich da in Zukunft ein bisschen was auch im Denken der Verantwortlichen bewegt. Also wie man zum Beispiel auch mittlerweile Sozialarbeiter an genau Schulen hat, so müssten auch Medienpädagogen. So denke ich auch. Also man müsste viel stärker so in pädagogischen Teams denken an den Schulen, die eben aus Lehrkräften, aber auch aus pädagogischem Personal bestehen und die dann wesentlich breitere Möglichkeiten hätten, mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Wo stoßen Sie bei Ihrer Arbeit auf Probleme oder wo läuft es auch besonders gut? Also gut läuft es, glaube ich, in den letzten Jahren auch bundesweit gesehen bei der Entwicklung von Konzepten und einem Verständnis für Medienbildung. Ich glaube, da ist trotz Differenzen im Detail ein übergreifender Konsens da, dass man sich über die Inhalte, über die Schwerpunkte, über die Kompetenzen, die damit gemeint sind, verständigt hat.
Schwierig ist es eben in der Umsetzung und das hängt von den Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern ab. Da gibt es einige, die sehr viel Geld auch in die Hand nehmen und investieren. Ich denke etwa an Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen, auch Baden-Württemberg hat sehr gute Strukturen. In den neuen Ländern ist es insbesondere Thüringen, die als einziges Bundesland es geschafft haben, einen verbindlichen Kurs Medienkunde für alle zu installieren, vom Schuljahrgang 5 bis 10. Das ist so ein Beispiel dafür, dass es mit gutem Willen auch möglich ist. Schwierigkeiten spüre ich immer dann, wenn mir jemand sagt, ja, das, was du dir ausgedacht hast, ist alles ganz schön und gut, aber es scheitert am Geld. Mhm. Ja? Und dieses Totschlagsargument, gerade in Bezug auf Bildung, akzeptiere ich nicht. Ja, das heißt, was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Größere Offenheit bei den Verantwortlichen, die Bildung gestalten, die die Bildungsinstitutionen oder die Struktur des Bildungswesens in ihren Bundesländern verantworten. Und mehr Mut zur Umsetzung, vielleicht auch mitunter zur radikal erscheinenden Umsetzung. Also nicht nur sozusagen an einzelnen Stellschrauben zu drehen in diesem System, sondern festzustellen, dass wir in Zeiten leben, wo vielleicht die Verabschiedung bestimmter veralteter Konzepte auf der Tagesordnung steht und wir dafür etwas ganz anderes, aber sehr Spannendes gemeinsam probieren sollen. Fällt Ihnen spontan so ein altes Konzept ein, von dem Sie sich gerne verabschieden würden? Na, beispielsweise also der Unterricht in der Fächerstruktur des 19. Jahrhunderts. Mhm. Also wenn wir uns naturwissenschaftlichen Unterricht anschauen, jetzt habe ich eine Stunde Physik, dann Bio, dann Chemie, dann ist das aus heutiger Sicht völlig unmodern. Also ich würde viel lieber themenorientiert, inhaltsorientiert, epochenorientiert mir Unterricht strukturiert vorstellen, als in dieser Realienstruktur, die so eindeutig aus meiner Sicht veraltet ist. Wenn wir das schaffen würden, dass wir also auch die Fächer sozusagen verändern in ihrem Zuschnitt, dann könnte es sogar sein, dass wir gar nicht mehr über Medienbildung diskutieren müssten, weil dann Medienbildung beispielsweise in einem modernen Verständnis vom Erwerb kommunikativer Kompetenzen aufgehoben wäre. Dann wäre es integriert. Okay. Und so versuchen wir immer in die bestehende Struktur irgendwie kleine Teile hineinzubekommen und das fällt außerordentlich schwer. Das heißt, ruhig auch mal den ganzen Tisch abwaschen und sagen, jetzt müssen wir uns mal neu aufstellen. Ich wäre sehr dafür, ja. Okay, spannende Zukunft. Vielen Dank, Herr Bartsch, für das kurze Gespräch. Ich danke Ihnen.